Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Metro 2033, wo wir noch herausfinden müssen, ob wir hier alleine sind oder nicht. Aus irgendeinem Grund gibt mein Stuhl gerade nach. Ich entschuldige mich dafür. Einen Moment. So. So. Die unterdrückende Kommunistenregierung hat euch eure Rechte beraubt. Ja, und ihr nicht, oder wie? Ihr beraubt alle Leute und ihre Rechte, also keiner von euch ist besser und keiner ist schlechter. Hier geht's runter. Hier geht's im Dunkeln vorbei. Ich glaube, das könnte mir gefallen, wenn wir hier einfach im Dunkeln vorbeischleichen. Es ist zwar nicht so actionreich, allerdings bleibe ich hier auf dem direkten Weg. Was ist hier? Das ist derselbe Weg, nur auf der anderen Seite. Ja, aber Freunde, mich würde interessieren, kann ich in das Ding hier einsteigen? Beziehungsweise kann ich schauen, ob der Typ... Alter. Moment. So. Haben wir das? Was ist denn los, wenn ich da jetzt runtergehe? Was ist da unten los? Was passiert hier? Warum leuchtet das hier rot? Geht diese Tür hier auf? Tatsächlich, das tut sie. Schalt mal auf unsere leise Waffe und reloade auch erstmal. Alter. Schande, Alter. Wirklich Schande. Sind das Gegner oder sind das Gefangene von denen? Scheiße. Ich wechsle auf Tisch rot und reloade erstmal. Ich meine, die müssten mich ja eigentlich theoretisch schon sehen. Vielen Dank, Genosse. Ich habe gehört, dass ein Ranger in der Nähe ist. Gute Arbeit. Ich werde nicht fragen, was dein Auftrag hier ist. Wir gruppieren uns neu und ziehen uns zurück. War mir eine Ehre, dich zu treffen. Und vielen Dank nochmal. Bitte gerne, aber ich bin kein Ranger. So. Kriegen wir gleich zweimal gutes Karma, siehste? Das hätten wir jetzt verpasst. So, Licht aus. Night Vision. Wieso funktioniert das beschissene Night Vision hier nicht? So, meine Damen und Herren. Es wird ja immer stranger hier. Der Pfeil zeigt in diese Richtung. Das bedeutet, ich schaue einfach mal in diese Richtung zuerst. Was bringt uns dieser Gang hier? Außer dass... Da ist verschlossen. Ich schätze mal, höchstwahrscheinlich wird das hier der Levelausgang sein. Aber den können wir erst... Wir können das Level erst verlassen, wenn wir es denn abgeschlossen haben, ne? Wie schließen wir dieses Level ab? Indem wir wieder hochgehen wahrscheinlich. Schande. Ja, hier sind die Pfeile. Da.
So. Meine Damen und Herren, wenn wir uns von den Pfeilen leiten lassen, müssen wir in diese Richtung, einfach in diese Richtung weitergehen. Von dem hier haben wir nur noch 16 Schuss. Okay. Da steht uns noch ein Kampf bevor. Allerdings möchte ich gar nicht kämpfen. Schande. Schande, die Idioten haben das mitbekommen. Oder wie? Ne, haben sie nicht. Ist einfach nur spannende Musik. Doch, der Idiot hat das mitbekommen. Jetzt hat er ihn gesehen, oder? Scheiße. Ich glaub. Hey. Ach du Schande. Ach du Scheiße. Scheiße, 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 Scheiße. Schau mal um die Ecke hier, hä? Schau mal, wer da kommt. Arschloch. Und mal reloaden. Dir nehmen wir alles ab. Dir nehmen wir alles ab. Dir nehmen wir alles ab. Was wir nicht können. So. Die Typen hier, Alter. Die Typen da, die gepanzerten, die sind doch die schlimmsten, oder? Die fressen so viel Munition. Schön. Aber sie geben auch ziemlich viel wieder zurück. Warte mal. Da ist das kleinere Visier dran, ne? Ich glaube, das ist auch besser. Weil das große Visier haben wir sowieso an der stillen Waffe dran. Licht aus. Dann durchsuchen wir hier noch die Waggons. Die Waggons. Überall ist Licht aus. Die Musik hier ist zum Glück auch überhaupt nicht nervig. Ein Schlüssel! Ein Schlüssel! Aus irgendeinem Grund. Ich muss jetzt einfach mal googeln. Metro. Ich finde das nämlich nirgends. 2033. Akku aufladen. Genau. Wie geht das? Warte mal. Es wurde nämlich auch nicht erklärt, wie es funktioniert. Das ist das Universalladegerät. Nimmt man das, indem man die Taschenlampe-Taste gedrückt hält. Ach so, also F gedrückt halten. Ah, da haben wir es also. Okay, na gut, dann ist ja eh alles klar, ne? Jetzt geht auch das Licht endlich wieder schön. Alles klar, Leute. Ab jetzt können wir spielen. Aber es ist hell genug, denke ich, oder?
Ist das ein beschissenes Radio hier irgendwo? Scheißdreck, krepier doch, Alter. So, reloaded haben wir. Ah, da kriegen wir noch 4 Kügelchen für unser Luftdruckgewehr. So, haben wir das? So, dann drücken wir mal Nachtsicht. Irgendwo, ob wir den Safe hier finden. Da ist der Safe. Dankeschön. 150, Alter. Dankeschön. Danke, Spiel. Dankeschön. So. Da können wir hoch. So. Was haben wir denn hier oben Schönes? Gar nichts. Oh ja, das da. Brandgranaten. Sehr schön. Oh, Munition. Munition. Findig ist er das hier. Scheiße. Na los. Ah, okay, es hat hier oben gespeichert. Das ist nice. Da geht nicht allzu viel verloren. So, die Brandgranaten nehmen wir mit. So. Das war jetzt notwendig, denke ich. Licht aus. Das Nachtsichtgerät ist irgendwie nice. Allerdings ist es hier schon wieder zu hell dafür. Dann schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um, ob wir hier vielleicht noch eine Kleinigkeit finden. Schauen wir mal, da ist gar kein Druck drauf auf dem Rohr. Was haben wir denn hier? Wie viel Druck ist da drauf? Auch kein Druck. Oh doch, 2 Bar. Ja, 2 Bar sind da drauf, okay. Schauen wir mal. Huh. Nice. So, Nachtsichtgerät. Und schauen wir uns. Alter. Krieg ich da noch ein bisschen Blick rein? Ach du Schande. Das da. Und wir finden einen Eintrag. Die Front, Eintrag 1. Für die Rote Linie gibt es keinen schlimmeren Feind als das Reich. Die sagen, sie würden seit 100 Jahren schon Krieg führen. Verschiedene Nationen, wie von Dämonen angetrieben, entscheiden sich in diesem Konflikt für eine Seite. Und manchmal, wie in der Metro, teilen sie sich auf und kämpfen, bis beide Seiten vernichtet sind. Das Reich soll das genaue Gegenteil der Roten Linie sein. Aber warum sieht alles so gleich aus? Armut und Hunger, Zwangsarbeit und endlose Kundgebungen. Das Gefasel der Politiker und leere Augen des Pöbels. Sie benutzen oft Wahlsprüche und was man hier gesagt bekommt, kann man auch nicht anzweifeln. Sie glauben hier jedoch an etwas anderes. Angeblich reicht es, alle Mutanten auszulöschen, damit sich alle Dinge auf magische Weise wieder richten. Diese Faschisten sind alle für genetische Reinheit. Und da die Norm von den Politikern definiert wird, kann jeder zum Mutanten erklärt werden. Es sind die Sturmtruppen, die letztendlich entscheiden, wer lebt und wer stirbt. Und dieser Kampf kann ewig dauern. Und Spione werden auf dieselbe Weise behandelt, wie bei der Roten Linie.
Daher darf ich mich nicht erwischen lassen. Das ist korrekt. Wir dürfen uns nicht erwischen lassen. Sonst geht's uns genauso wie unseren Freunden hier. Ach du Schande. So. Ich nehme an. Ja, es ist hier relativ dunkel drin. Ich nehme an, das ist der Weg ins nächste Level. Ja, sieht so aus. Einfach mal schauen, dass wir nichts übrig lassen, dass wir alles mitnehmen, so viel wir tragen können. Wow! Fuck! Verdammt! Warum sollten wir zögern? Lasst uns diesen roten Spion abknallen und fertig! Sollen wir nicht lieber den Sicherheitsdienst rufen? Es wird ewig dauern, bis sie hier sind. Und wer passt bis dahin auf das Schwein auf? Gutes Argument. Also gut, du roter Abschaum. Bitte zu deinem Max oder sonst wem. Sparta. Wenn du um Gnade winselst, überlegen wir uns vielleicht, ob wir dich schnell töten. Ach du meine Fresse, was eine geile Aktion hier. Richtig coole Zeitlupe. Yeah. Hallo. Eine Sache liebe ich bei den Bösen. Es gibt immer viel zu diskutieren, bevor sie den Abzug drücken. Sparta. Flachmann. Du bist mir was schuldig, Junge. Du siehst nicht wie ein Roter aus. Wer zum Teufel bist du? Das ist Hunters Zeichen. Ich bringe dich besser zu Miller. Egal wie die Nachricht lautet, hebe sie für ihn auf. Das mache ich. Tja, Leute. Okay, gehen wir zu dem Panzerwagen. Wie es aussieht, haben wir es geschafft. Wir haben Spartaner gefunden. Pavel, das ist der Plan. Du bringst ihn mit dem Panzerwagen zu unserer Draisine. Dann nur noch das Loch und die schwarze Station. Und was ist mit dem Auftrag? Miller gibt dir einen Orden, wenn du Neuigkeiten von Hunter bringst. Ich mach den Auftrag alleine. Wir treffen uns in der schwarzen Station. Sei vorsichtig da draußen. Wartet doch auf mich. Ja. Also wie ihr seht, ich habe hier ein paar Mal cutten müssen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht zu böse deswegen. Ich habe nämlich genau zu dem Zeitpunkt ich gebe es zu, es hat das Telefon geläutet. Also ich bin ein schlechter Mensch. Ich schneide das einfach raus, weil es stört ganz einfach die Stimmung. Und es passt wirklich nicht rein hier, wenn dann plötzlich die Pokémon-Mucke anfängt zu spielen. Ja, mein Klingelton ist die Pokémon-Mucke, die Anfangsmelodie von den Pokémon-Spielen Rot und Blau. So. Richtig schönes Zeug hier. Wieso muss ich den zuerst auf den Boden legen, um ihn zu durchsuchen? Ich weiß es nicht. So. Auf jeden Fall, wir haben jetzt hier 15 Minuten Filter. Und hier haben wir zwei Spartaner gefunden. Und bevor wir zu denen aufschließen, beende ich jetzt einfach mal die Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.